Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount & Blade 2. Bannerlord mit mir, dem Tante, genau auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Merovic von Habsburg. Und wir belagern jetzt Kuyas und ich wollte noch mal ganz kurz in mein Inventar reinschauen. Genau, Bogen und Schwertchen haben wir da. Alles gut, dann sind wir ja ausgerüstet für die Belagerung. Machen wir gerade nochmal zart. Zeig mir das nochmal. Genau, ich wollte noch auf einen Tipp eingehen und einen wichtigen Aspekt für mich ansprechen, der für euch wahrscheinlich auch wichtig ist. Und zwar, mir ist es aufgefallen, dass YouTube das zu lieben scheint, wenn ich meine Parts mit Elgato aufnehme, mit dieser Elgato Game Capture Card. Denn aus irgendeinem Grund werden da unfassbar viele Werbespots eingeblendet und ich hatte also letztens das Phänomen, dass ich glaube ich in einem Video, das 33 Minuten lang war, irgendwie 7 oder 9 Werbespots drin hatte. Wenn euch das auffällt, bitte einfach mir einen Kommentar drunter schreiben und ich, wenn ich dann Zeit habe, gucke ich mir das an. Ich kann es dann leider nicht immer schon vorab beheben, aber ich werde es zumindest versuchen, auf dem Schirm zu haben. Gebt mir eine Rückmeldung und ich versuche das dann zeitnah zu lösen. Also ich will euch nicht hier mit Werbung zu bombardieren, das ist auch nicht meine Absicht. Ich kann das aber nicht in jedem Video händisch einstellen. Das wäre ein zu großer oder ein sehr großer Aufwand für mich. Deswegen hier bitte nochmal, gebt mir bitte Bescheid, kurze Rückmeldung, Kommentar schreiben oder sowas und dann kriege ich das auch in der Regel mit. Das war das eine. Das andere war noch, mir hat ein Zuschauer gesagt, dass wir unseren Ingenieurskill damit verbessern können, wenn wir zum Beispiel hier überall Geräte bauen und die dann alle in die Reserve schicken. Und das ist auch richtig. Achtet drauf, falls ihr das machen wollt, gerne. Ne? Wir sind jetzt tatsächlich schon beim Limit angekommen, bei 30, ne? Aber wollte ich nur mal gesagt haben. Dann wollte ich nochmal auf diesen Punkt eingehen, was die zusätzlichen Rekruten anbelangt. Ne? Also ich bin Quartermaster in meiner Armee immer noch und habe eine erhöhte Partygröße von 41,5 durch meinen Steward-Skill. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht genau. Wir bekommen noch einen zusätzlichen Steward-Skill durch die entsprechenden politischen Entscheidungen. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen, weil ich immer wieder gefragt werde, wie ich so viele Leute in meiner Armee behalten kann. Wenn wir hier mal gucken, hier seht ihr es, plus 50 bekommen wir hier durch. Ne? Das erhöht also den die Gesamtgröße nochmal. Und dann habe ich auch noch einen, Skill entwickelt. Und das ist vielleicht auch noch so mit der wichtigste Punkt bei Steward. Wir bekommen plus 10 Partygröße durch jeden Vasallen, den wir besitzen. Ne? Also das ist tatsächlich, bringt es halt unfassbar viele Truppen mit sich. Ne? Gut, okay. Wir wollten jetzt aber nochmal einen Angriff machen. Ich nehme heute mit Bandicam nochmal auf. Das ist jetzt mein nächster Versuch, denn in den letzten Patchnotes stand drin, dass die GPU-Auslastung und CPU-Multicore-Auslastung verbessert worden sein soll bei dem Spiel. Deswegen habe ich gedacht, wir können es auch jetzt nochmal einfach mit Bandicam probieren. Und falls es ruckelt, liegt es wahrscheinlich an Bandicam. Dann könnt ihr mir das gerne auch nochmal zurückmelden. Ja, wir machen das jetzt erstmal ganz klassisch, ne? Also bei mir auf dem Screen, es ruckelt überhaupt nicht. Minimal vielleicht. Ne, es ruckelt eigentlich nicht. Selbst wenn ich so, ne. Das ist eigentlich alles sehr, sehr flüssig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass aus irgendeinem Grund meine Aufnahme mit Bandicam ruckelt und das ist dann einfach meine Bitte an euch, wenn euch da auch was auffällt. Ich wechsle das mal hin und wieder. Gebt mir einfach eine kurze Rückmeldung. Ich freue mich darüber natürlich auch. So, jetzt schauen wir mal. Das mit dem Rambock wird leider nichts, denn diese Stadt hat auf jeden Fall ein zweites Tor im Inneren. Und das können wir vergessen, da reinzulaufen, dann werden wir von den Bogenschützen platt geschossen. Aber auch sehr historisch akkurat. Viele Verteidigungsanlagen in Mittelalter und Antike hatten das, dass hinter dem ersten Tor sich noch ein weiteres befand. Und wer da reinstürmte, der wurde dann von oben mit Pfeilen beschossen oder mit Fäkalien beworfen oder heißem Öl übergossen oder solchen Sachen. Also da kennt die Grausamkeit des Mittelalters tatsächlich keine Grenzen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen warten, bis die Belagerungstürme in Stellung sind. Wir können uns ja mal gerade angucken, welche Truppen das hier so machen. Wer ist denn so auf der Seite hier unterwegs? Zeigt mir das mal. Da sind aber auch viele Asrei-Rekruten mit drin, ne? Die Elite kämpft auf jeden Fall safe auf der anderen Seite, würde ich mal behaupten. Aber erfahrungsgemäß ist die linke Flanke in der Regel ein klitzekleines bisschen schwächer garnisoniert als die rechte.
vor dem Hintergrund schauen wir mal, ob wir hier reüssieren können. Da geht auch schon viel an Geschossen runter. Unsere Armbrustschützen feuern bereits. Vier Mann Verluste, aber auch vier Mann Verluste bei den Verteidigern. Ich möchte jetzt hier nur ungerne früh ins Gras beißen, aber ihr kennt mich ja. Selbstmord ist mein zweiter Vorname. Jetzt wird das Video bestimmt von YouTube demonetarisiert, oder? Aha, okay. So, dann war das noch ein Tipp, den ihr mir gegeben habt. Positionierung hier mit dem Flitzebogen. Oh Mist, das hat nix, das war nix. Schießen wir schon. Ach shit, ich treffe da oben nicht. Okay, ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal auf die... Aber auf der anderen Seite kann ich sehr leicht beschossen werden, ne, wenn ich hier hingehe. Ah, da hat er sich weggeduckt. Das scheint die KI immer sehr gut zu ahnen. Deshalb stellen wir uns mal hier unten hin. Da ist aber einer von uns. Hast du jetzt geschossen? Ich krieg's doch nur die rechte Maustaste gedrückt. Wir versuchen mal hier zwischen den Zinnen durchzuschießen. Aber dadurch, dass die... dass unsere Verbündeten hier ständig gegen uns laufen, kriegen wir natürlich kein gutes Aim hin hier. Okay, pass auf. Dann lauf mal hoch. Wir haben ja schon die ersten Fäkalien runtergeschmissen. Stopp, lauf nochmal gerade. Ja doch, ist okay. Mach mit, ich komm. Ui. Sind die echt durch das Tor jetzt rein? Da hinten geht's ab. Ich hoffe mal, das war keiner von uns. Will ich hier runter? Ich glaube, ich will da runter, aber auf der anderen Seite. Haha, I knew it, I knew it. Hey. Gut, ja. Der versucht natürlich erstmal die Zinnen zu besetzen. Oh Mann, krass, ey. Diese Spawning-Punkte kann man halt auch so krass farmen. Und so ein Langschwert ist auch nicht das Beste hier. Alter, da hat der Sturgeon Berserker, oder was? Ich kann da nicht schießen, weil meine Jungs da hinterher rennen, ne? Sonst schieße ich denen in den Kopf. Gibt's noch einen Spawning Point? Spawnt nochmal wer? Also das kann auch tatsächlich passieren, dass die direkt hinter euch spawnen und wenn ihr hier kämpft, dann schießen die euch sofort in den Buckel, ne? Dann seid ihr direkt down. Aber Verluste sind doch heftig niedrig, ne? Wir haben nur verletzt, oder was? Ne, Moment mal, lass mich doch gerade. 301, ne? 10 Verluste hatten wir, ne? Ah ja, okay, gut. Das, da mache ich gerade Pause. So, da soll es jetzt eine Wahl zugeben. Okay, da bin ich mal gespannt. Finde ich jetzt nicht so gut, da hätte ich mich gerne selber gewählt, aber okay, gut.
Hauptsache, es gehört einem von unserer Fraktion. Alter, ist schon wieder so viele Fliegen hier bei mir im Zimmer. Moment. Ey, das ist unfassbar, ne? Kaum wird's über 20 Grad, hast du schon die erste Fliegenplage hier am Start. Gut, momentan sieht's ganz brauchbar aus. Die Frage ist, ob wir noch weiter Richtung Süden vorstoßen, ne? Also die Sache ist halt die, wir werden Probleme mit der Nahrung bekommen, fürchte ich, ne? Also das ist nicht so viel, ne? Die anderen haben nichts mehr an Nahrung dabei. Die haben sonst nichts mehr. Und hier unten in der Wüste, ne, also da findet man naturgemäß jetzt nicht so super viel Nahrung. Wäre also wirklich zu prüfen, ob wir auch hier noch ein paar aus der Party entlassen erstmal. Den 17er, den auch noch als Stack. Also ich glaube, wir verschlanken uns so ein bisschen. Dann müssen wir hier nicht mit dem Doomstack rumrennen. Das reicht mir erstmal so, denke ich. Dann können die sich hier unten ein bisschen schadlos halten. Wir gucken uns einmal schnell die Stadt an. Aha. Hey, hey. Schwester. Sag mir nochmal ganz kurz. Was konnte die denn nochmal so gut? Wo waren die nochmal so gut drin? Ah, da muss ich hier gucken, ne? Unsere Wanderin. Wo wanderte sie denn? Ah ja, okay, gut, mit den Waffen wanderte sie. Ja, okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Schauen mal gerade. Die haben tatsächlich noch Nahrung da. Oliven, Fisch, Datteln, Trauben. Allerdings, pass mal auf. Nimm mal ein bisschen was davon und nimm mal noch ein bisschen was davon. Wir lassen aber auch noch ein bisschen zurück. Und ihr habt mir natürlich, also das fand ich ja ganz goldig, ne? Einer hat nochmal gesagt, ja, denk dran hier, ne? Du kannst schneller verkaufen, wenn du die Sachen blockierst. Ich mache das ja immer, aber ich finde es tatsächlich sehr wichtig, auch mal durchzugucken, ne, was man jetzt so gekriegt hat und sich auch mal so die Werte anzeigen zu haben. Wow. Guck mal, 7,5 wiegt das nur. Das ist ziemlich leicht, ne? Armortier 5. Das wurde nochmal überarbeitet. Wir sehen auch hier, warum ist der Preis jetzt rot? Das hat irgendeine Bedeutung. Es stand aber, glaube ich, da muss ich nochmal in die Patch Notes gucken, ne? Ja, schau mal, da zieh mal an. Oh, steht dir gut, Schwester. Okay, nice. Was haben wir hier nochmal? Schöner Helm. Aber helmtechnisch sind wir sehr, sehr, sehr nice am Start, meine ich. Ja. Da sind wir auf jeden Fall gut unterwegs. Kannst du es verkaufen? Okay, bringt uns Geld. Die Stadt hat auch offenbar noch ganz gut Geld. Hier, waffenmäßig haben wir nicht so viel erobert. Das verkaufen wir auch. Diese Cleaver lassen sich tatsächlich sehr gut zerlegen, um damit zu schmieden. Kriegt man ganz gute Stahlsachen. Ich wollte nochmal hier gucken. In der Taverne. Willowbark ist eine Heilerin. Habe ich da nicht letztes schon mal geguckt? Ist jetzt auch egal. Ah, ja, ein Duderillo muss ich noch aus meiner Party rausschmeißen, weil ich über dem Limit bin. Ich muss mal gerade gucken, wen haben wir denn da noch so drin? Nochmal so ein Asrai Tribesman. Ja, ne? Okay. Gut, was suchen wir uns als nächstes? Wie viel haben wir jetzt erstmal hier Nahrung? 25 Tage, das ist okay. Dann laufen wir hier rüber, komm. Was ist das hier? Eine Karawane, aber mit 5,9 natürlich 10-mal so schnell wie wir. Naja, doppelt so schnell wie wir. Aber Karawanen überfallen, das ist einfach auch hier, da finde ich, da sind die Kusaiten auf jeden Fall die bessere Wahl. Wie schnell ist der? 2,9. Das ist gut, den erwischen wir. Jawohl.
Ah, jetzt lässt er sich da direkt abrippen, ne? Okay, gut. Na, nur zwei Nahrung hat er gehabt, okay. Der hat auch keine Gefangenen dabei. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal diese Festung hier an. So. Wir müssen natürlich einkalkulieren bei solchen Belagerungen. Also wir hätten weniger Verluste, wenn wir jetzt mit Belagerungsgerät hier antreten. Aber es dauert halt auch ein bisschen länger, ne? Warte mal. Ne, der Rambock, der kostet halt 12. Der Belagerungsturm kostet 18. Und die kosten halt 20 jeweils. Und dann müssen wir ja noch warten, bis wir die Mauer plattgeschossen haben. Daily Food Consumption. Sie, ah, 34,7. Ich glaube, hier lohnt es sich wieder altbewährt zu verfahren. Und einfach die Belagerungstürme mitzunehmen. Palastgarde, ich weiß nicht, wir brauchen wieder mehr Kavallerie. Wir haben tatsächlich nur noch, also reguläre Kavallerie. Wir haben tatsächlich relativ viele Fernkampfkavallerie. Aber nur noch 40 Kavalleristen in unserer Armee. Das ist eigentlich zu wenig, ne? Also vermutlich reicht auch ein Belagerungsturm, ne? Wir müssen immer so ein bisschen an unsere Ressourcen halt hier denken. Und vor allen Dingen natürlich auch an den Punkt, dass wir bei diesen Belagerungsschlachten, wenn wir die Mauern nicht beschädigen, also wenn wir sie nicht kaputt schießen, ist es für uns auch eigentlich wiederum ganz gut, ne? So, gucken wir mal weiter. Autodeploy, Begin Assault. Gucken wir uns die nächste Belagerung. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Ich mach mal gerade Pause, bis wir da an den Mauern sind. So, wir sind da. Oh. Hey. Genau, lass mal fallen hier. Oh, shit. Ja, Schwein gehabt. Steig mal ab. Oh, shit, Kinder, echt jetzt? Wie war das nochmal hier? Move to enemy! Oh, ja. Ahaha! Aha. Ist er down? Okay. Oh, okay. Das sieht natürlich auch nicht so gut aus. Ja, da sind noch ein paar Leute mitgekommen. Kümmern die sich um den Typen da? Achtung, der hat einen Stein. Genau, ich schmeiß mal weg. Hey. Oh, Alter, der hat mich gut in die Ecke gedrängt. Komm her. Das hat, glaube ich, geklappt, ne?
Das war einer von den Bösen, ne? Ich habe jetzt nicht gerade meinen eigenen Mann erschossen, ne? Und das hat jetzt ein bisschen geruckelt, aber das war auch im Game gerade ziemlich ruckelig. Das ist echt... Ja, okay, wobei das ist wieder so ein komischer Spot hier. Oben ist noch einer. So eine Situation habe ich auch mal gehabt. Da hat da oben einer drin gecampt. Da musste ich die Belagerung nachher abbrechen, weil die den nicht down gekriegt haben. Aber das sieht gut aus. 32 Mann Verluste. Okay, gut. Immerhin nur 14 bei uns. Das ist doch immerhin auch brauchbar. Tatsächlich warten ja aber auch unsere Verbündeten nicht immer mit so einer qualitativ hochwertigen Armee auf. Ne? Wir brauchen noch 14 Mann, brauchen wir jetzt. Das machen wir gerade offscreen. Wir haben außerdem wieder die nächste Wahl. Achso, in der Party, da hat sich jetzt aber nichts mehr getan. Das kann es eigentlich jetzt nicht sein. Komm, geh mal auf Kingdom, bitte. Na, schon wieder. Ja, gib's dem Oleg, warum nicht? Das ist jetzt erstmal in Ordnung, oder? Ich meine, wir haben ziemlich viel Landbesitz, ne? Da können wir denen auch ruhig ein bisschen was geben. Das sind ja unsere Bros, ne? Die müssen ja auch was haben davon. Okay, dann würde ich sagen, wir laufen auch schnell bis nach Sanala. Und dann... Oh, warte mal gerade. Wie langsam oder schnell sind die denn? 3,7... So schnell sind wir auch. Haben die Gefangene dabei? 28 Stück. Lass mal gerade gucken. Oh, imperiale Bogenschützen, Rekruten und so. Da kannst du ganz gut deine... Kannst du ganz gut deine Armee mit auffrischen, ne? Dann könnten wir eine Party erstellen. Mit ein paar und 20 Mann, ne? Irgendeinen Bratello oder eine Bratella. Und dann... Lass mal gerade gucken. Wie viel von unseren Bras haben wir denn da drin? Also ich will nicht nochmal Shurik Breakskull nehmen. Der hat mich echt enttäuscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit uns und unserer Alten. Wir könnten ihr natürlich auch eine Armee geben, aber... Möchte ich das meiner Herzensdame zumuten, dass die nachher in Gefangenschaft gerät? Nicht wirklich. Holding, ja. Paul Blattex ist in Aska, staying in Baltakant. Okay, Aska ist da hinten, das bekommen wir da. Also die anzugreifen, das juckt mich in den Fingern. Es juckt mich in den Fingern. Wir gucken mal, kommen wir dem hinterher? 4,1, ja okay, gut, dann vergiss es. Ja, dann sind wir leider zu langsam, dann müssten wir sowas machen, wenn wir wieder alleine unterwegs sind, ne? Aber im Verbund mit unserer Armee wird es nicht taugen. Mit denen könnten wir dann auch mal reden, wenn wir wieder nicht in unserer Armee sind, ne? Auf der anderen Seite weghauen, ja. Abhauen werden die auch nicht, ne? Wir könnten die nämlich anheuern vielleicht, ne? Was haben wir denn hier? Mitunis. Der Diul ist der Anführer. Den sehe ich aber nicht. Das müssen wir jetzt alles im Detail nachgucken, ne? Ist gut zu wissen, dass sie auf jeden Fall alle hier rumrennen. Also der Saratis, der ist auf jeden Fall Fraktionsanführer. Ach ne, Alter, der haut mir auch zu schnell ab. Komm. Hohoho, was sieht das hier aus, ey? Meine Fresse, ey.
Er hat eine große Miliz dabei. Da müssen wir nochmal Punkte reinbumsen hier. Da holen wir nochmal den Svedorn mit dazu. Und da sage ich, Leute, die Schlacht sehen wir im nächsten Part wieder. Bitte lasst mich auch mal wissen, wie sieht's denn jetzt bei euch aus so mit Lust und Laune bei diesem Let's Play? Also ich muss ja sagen, ich habe großen Spaß. Ich würde aber natürlich auch verstehen, wenn ihr sagt so, ja Günner, wir haben da jetzt genug gesehen, zeigt doch nochmal einen anderen Helden oder sowas. Da wäre ich auch mit einverstanden. Gebt mir doch einfach nochmal eine Rückmeldung. Ich würde mich darüber freuen. Ich bin auf jeden Fall offen für weitere Projekte. Sollte auf jeden Fall mit Bannerlord weitergehen, wie ich finde. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und in diesem Sinne Pax Vobiscum, Valete.